ist ein Freizeitpark der Superlative, der sich seit über 50 Jahren immer wieder neu erfindet. Viele Attraktionen sind preisgekrönt und halten insgesamt 8 Weltrekorde. Der schnellste Multi-Launch-Coaster der Welt. Die mit 53% steilste Wasserabfahrt. Adrenalin pur. Das Phantasialand ist ein Freizeitpark, der mit seinen Fahrgeschäften und Shows immer auch Geschichten erzählt. Und dabei selbst seit vielen Jahrzehnten Geschichte schreibt. Mitten im Grün gelegen, zwischen Köln und Bonn in Brühl, erhebt sich einer der ältesten Freizeitparks Europas, das Phantasialand. Geschätzte 2 Millionen Besucher pilgern alljährlich hierhin, um in die 6 Themenbereiche des Parks einzutauchen. Die Welt im Kleinformat. Um 5 Uhr morgens gleicht der Park einer Filmkulisse. Hier in Mexiko könnte man einen Western drehen. Keine Besucher, kein Lachen, keine Schreie. Die Ruhe vor dem Sturm. Im Vergleich zu anderen Parks verfügt das Phantasialand nur über eine relativ kleine Fläche. Deshalb spielt sich vieles unter der Erde ab. Um 6 Uhr morgens, 4 Stunden vor der ersten Fahrt, beginnt die Wartung der Looping-Achterbahn Black Mamba. Wir kontrollieren die Strecke jeden Tag auf ein freies Lichtraumprofil. Freies Lichtraumprofil heißt, dass nichts im Weg sein darf, wo der Gast rankommen könnte. Der Zug kommt ja von hier oben und der Zug hängt ja unter der Schiene. Das heißt, der Zug hängt ungefähr auf dieser Höhe. Plus die Beine von den Gästen nochmal. Nur wenige Zentimeter trennen die Fahrgäste von den Pflanzen und Felsen. Ein besonderer Thrill und eine Herausforderung. Denn diese Landschaft kann sich durch Regen oder Wind verändern. Schon ein abgeknickter Ast wäre eine erhebliche Gefahr. Und dann fließt hier auch noch ein Bach. Metalldetektoren sorgen dafür, dass der Wasserstand nach starkem Regen automatisch gesenkt wird. Wir sind hier am Looping. Das ist natürlich die erste Stelle, wo es direkt für den Gast losgeht. Man findet hier auch manchmal schöne Dinge, wie ein Gebiss oder Handys, ein Kartenspiel oder eine Uhr. Das ist eigentlich alles dabei. Dann pflanzen wir die Yuccas hier locker verteilt auf dem Plateau und auf dem und dann gleich drüben auch auf diesem Hochbeet noch. Wir haben oftmals Orte, wo man sehr schwer arbeiten kann, wie zum Beispiel in diesen Felsen hier. Da muss man sich vorher genau überlegen, wie macht man das denn eigentlich? Kommt man da zu Fuß hin? Brauche ich spezielle Hilfsmittel? Dann haben wir Plätze, an denen Pflanzen eigentlich nur sehr schwer gedeihen, wo man wirklich viel, also zuerst mal viel überlegen muss, welche Pflanzen kann man dafür auswählen, welche passen thematisch, welche überleben an diesem Standort. Und dann muss man noch überlegen, wie kriegt man die Pflanzen denn da rein. Wenn ich da die unterste schon direkt einpflanze, dann musst du nicht mehr hier hin. Gib mir die mal gerade. Weil hier ist schon grenzwertig. Die Arbeiten an der Wildwasserbahn Chiapas müssen bis zur ersten Testfahrt um 9 Uhr erledigt sein.
Rund 200 verschiedene Pflanzenarten gibt es im Phantasialand. Allein für den sommerlichen Look des Parks werden 50.000 Blumen und andere Gewächse eingesetzt. Die Bepflanzung generell ist enorm wichtig für den Freizeitpark, weil das für das Gesamterlebnis wichtig ist. Also man fährt hier durch einen Dschungel durch eine Landschaft, die wild ist und grün ist und auch entsprechenden exotischen Pflanzen angereichert ist, mit Yuccas zum Beispiel, auch winterharte Kakteen haben wir eingepflanzt, sodass ein ganz authentisches Gefühl entsteht für die Leute, die hier durchfahren. Wir gehen immer noch ein Stückchen weiter und hier gibt es unendlich viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und Herausforderungen. Also das Phantasialand ist ein Ort, an dem man immer an die Grenzen des Machbaren geht und das ist oftmals spannend. Der Taron. Eine eigens für das Phantasialand entwickelte Katapultachterbahn. Sie ist Teil der Themenwelt Klugheim, die seit 2 Jahren das neue Aushängeschild des Parks ist. Hier findet jetzt gerade ein Zugwechsel statt. Der Zug, der heute Nacht in der Kälte draußen stand, der wird gerade ausgeschleust. Der wird jetzt in die warme Wartungshalle gefahren zum Vorheizen. Und alle 3 Züge, die heute Nacht in der Halle gestanden haben, sind jetzt auf vorgeheizte Betriebstemperatur. Und die schleusen wir jetzt aus für die Probefahrten. Vorsicht im gesamten Streckenverlauf von Taron. Taron beginnt jetzt mit den Probefahrten. Ich wiederhole, Vorsicht im gesamten Streckenverlauf von Taron. Diese Achterbahn ist so ein bisschen sein Baby. Jahrelang hat Sebastian Jonas als Fan und gelernter Bauzeichner über das Phantasialand in Internetforen geschrieben, bis der Park auf ihn aufmerksam wurde. Ich bin weltweit jetzt schon knapp 1000 Achterbahnen gefahren. Ich habe also in Europa, ich habe in den USA eigentlich alles gesehen, was man sehen muss. Ja, und so habe ich dann eines Tages tatsächlich hier vom Park auch einen Anruf erhalten, wo man mich dann auch gefragt hat, ob ich hier gerne anfangen möchte. Da es mein Lieblingspark sowieso schon immer war, habe ich natürlich auch nicht lange gefackelt und habe ja gesagt. Um 9 Uhr öffnet das Phantasialand seine Pforten. Um 10 starten die meisten Fahrgeschäfte. Für Menschen aus Nordrhein-Westfalen gehört es fast zum Erwachsenwerden. Der Schulausflug ist oft das erste Mal. Sie arbeitet seit 29 Jahren hier, hat anfangs Popcorn, Eis und Souvenirs verkauft und sogar hier geheiratet. Jeden Tag verwandelt sie sich in eine Dame aus dem Berlin der 20er Jahre. 8 bis 9 Kostüme am Tag. Die erste Aufgabe ist immer die Begrüßung der Gäste. Phantasialand? Du schon, was bist du denn schon gefahren? Also Themenkünstler gibt es schon sehr lange im Phantasialand. Man kann es auch Street Acting nennen. Man agiert auf der Straße. Man spielt mit den Gästen. Man hat verschiedene Kostüme an und eigentlich ist das Wichtigste immer, die Gäste zum Lachen zu bringen. Aber irgendwie muss es hier sein. Nee, wir besuchen den Bahnhof. Entschuldigung? Können Sie uns gerade helfen? Wir suchen den Bahnhof, wir wollen nämlich in Urlaub fahren. Ach, Franz Gott. Und? Wohin möchten Sie hingehen? Malediven. Malediven. Aber Holland geht auch. Immer geradeaus, ja, am Tor rechts. Ja. Okay? Okay. Okay. Ja, natürlich. Ja. Was soll ich mal auf? Oh, Entschuldigung, Mädels, ich komme wieder. Hey! Und das Schöne ist, die Gäste merken sich unsere Gesichter und das, was wir gemacht haben.
Also das kann man dann teilweise wirklich auch bei Facebook oder so lesen. Ne? Also die Frau mit dem Hund oder der Mann auf dem Fahrrad und ja, das war toll und hat uns gefallen. Manchmal kostet es schon Kraft. Natürlich gibt es auch bei mir Tage, wo ich sage, boah, heute bloß nicht. Aber überwiegend ist schon, dass es mir super viel Spaß macht, weil ich auch privat so bin. Also ich habe so ein, ja, auf Deutsch gesagt, ein Kleiner an der Klatsche, muss man hier haben, um diesen Job zu machen. Vorsicht, Dackel! Der ist süß, ne? Rein, guck mal, Schatz! Ja, guck mal, brauchst keine Angst haben, ne, der tut nichts. Noch bevor der Taron um 10 Uhr öffnet, bildet sich vor dem eigentlichen Wartebereich eine lange Schlange. Kein Fahrgeschäft ist so beliebt, vor allem bei den jüngeren Gästen. Ja, wir hören hier den Startsound. Die ersten Gäste sind eingestiegen und der erste Zug ist unterwegs zum Abschluss 1. Der Zug wird eine kleine Sekunde anhalten. Und das Tolle ist, man wird es auch jetzt gleich hören, die Gäste fangen gleich an zu schreien. Achtung! Und alleine dieser Moment, diese Bahn, diese kurze Sekunde anhält, bevor es losgeht, ist auch immer wieder faszinierend, den Leuten dabei in die Gesichter zu schauen und zuzugucken. Katapultachterbahnen wie der Taron werden mit Hilfe eines elektromagnetischen Spannungsfeldes abgeschossen. Neben dem Abschuss am Start gibt es hier einen zweiten, in der Mitte der Strecke. Das Besondere hier an der Bahn neben den beiden Abschüssen ist natürlich das außergewöhnliche Streckenlayout, was wir hier auch mehr oder weniger auf 11 Ebenen, was man natürlich auch hinter mir sehen kann. 4 Weltrekorde für die Geschwindigkeit, die Streckenlänge, die Intensität des Abschusses und das Streckenprofil mit 58 Schienenschnittpunkten. Wir bauen keine Achterbahnen für extreme Fans, sondern wir bauen die Achterbahnen für die breite Masse. Wir müssen das Publikum in der Breite bekommen und es müssen auch alle so viel Spaß haben, dass sie, wenn sie gefahren sind, mit so einem Lachen oder auch mit einem weinenden Auge rauskommen, aber dennoch sagen, wir möchten sofort noch mal fahren. So, es fährt jetzt gerade der nächste Zug in den Lounge 1. Das ist der erste Abschuss. Fahren wir mit hoher Geschwindigkeit in den Tunnel. Hier durchs Gebäude durch. Der erste Streckenteil ist auch noch ein bisschen entspannter. Hier wird die Bahn, das ist der schnellste Punkt, auf Höchstgeschwindigkeit. Auf die Endgeschwindigkeit von 117 Stundenkilometer katapultiert. Man fährt hier praktisch senkrecht in der Felswand rauf. Der Zug fährt hinten noch mal in ein großes Finale. Das ist auch immer wichtig, dass eine Achterbahn ein Finale hat. Hier hat alles angefangen. An diesem Weiher, der immer noch ein Teil des Parks ist, gründeten ein Puppenspieler und ein Schausteller 1967 das Phantasialand. Zuerst als eine Art Märchenpark
zu dem sich nach und nach neue Attraktionen gesellten. Wir sind in Holland. Wir sind eine Kühe. Die fressen das Gras. Die Westernstadt. Ein thematischer Volltreffer zur Zeit der Winnetou-Filme. Das Konzept schon damals? Die Menschen in exotische Länder entführen. Je nachdem, wie alt man heute ist, hat jeder oder jede ein anderes Phantasialand im Kopf. Die Attraktionen aus der Gründerzeit, aber auch aus den 70er und 80er Jahren, sind längst verschwunden. Um sich im Kampf gegen die Konkurrenz zu positionieren, muss immer wieder abgerissen und neu gebaut werden. Dabei steht das Phantasialand vor einer besonderen Herausforderung. Der Park kann schon seit langem nicht mehr in die Breite wachsen. 28 Hektar beträgt die gesamte Betriebsfläche. Andere Freizeitparks im In- und Ausland haben zum Teil das Doppelte oder Dreifache an Fläche zur Verfügung. So muss das Phantasialand nicht nur für jede neue Attraktion eine alte abreißen, sondern auch eng und ineinander verzahnt bauen. Im Süden des Parks eine Autobahn, im Norden Wohnhäuser und drumherum ein Naturschutzgebiet. Politiker, Anwohner, Naturschützer und die Macher hier vor Ort streiten seit Jahren um eine Erweiterung. Der Themenbereich Berlin. Arbeitsplatz von Sabine Winter und ihrer Truppe. Hallo! Hallo, oh, ist das ein Trauma. Ja, wir machen gerade die Tagescheckliste. Auch das Hotel Tartuffe liegt in Berlin. Ein sogenanntes Funhaus. Wir sind hier gerade in unserer Attraktion im verrückten Hotel Tartuffe. Im Badezimmer, wie man unschwer sehen kann. Ja, wir kontrollieren jetzt hier mal gerade zusammen, was ist kaputt gegangen. Da wir ja hier einen Effekt mit Wasser haben, spritzt immer schon mal Wasser. Und irgendwann ist dann halt auch alles kaputt. Wir benutzen ja sehr viele Antiquitäten hier. Und die sind halt nicht so, also gerade wenn man so Bürsten anguckt, die sind nicht für den dauerhaften Gebrauch, weil sie auch teilweise schon fast 100 Jahre alt sind. Und wenn da ständig Wasser dran kommt und auch die Leute sich ständig anfassen, dann sind die halt irgendwann mal verschlissen. Das muss man dann austauschen. Hier war irgendwo ein Teller, der hatte einen Sprung. Habe ich eben gesehen. Da ist er, da vorne, der. Der hat Sprung, da werden wir, die kriegen wir jetzt nicht alle raus, da werden wir irgendwie was drüber machen, damit man das nicht mehr sieht. Dann kommt hier noch so ein bisschen frische Farbe wieder rein. Ich hatte ja meine profunde Ausbildung als Bauzeichner und habe gesagt, die im Phantasialand, die brauchen bestimmt einen Bauzeichner. Und so bin ich hier hingekommen und dann habe ich die erste Zeit auch nur gezeichnet. Diese Sachen sind mittlerweile auch schon teilweise wieder abgerissen, so lange ist das schon her. Und irgendwann gab es dann kleine Projekte und irgendwann wurden die größer. Und mit Mystery Castle war es dann mein erstes großes Projekt, was ich gemacht habe. Mystery Castle. Ein sogenannter Freefall Tower. Ein freier Fall aus 65 Metern Höhe. Willkommen in Mystery Castle, dem Stammschloss derer von Windhof.
Seit 20 Jahren hat hier jedes Fahrgeschäft ein eigenes Thema und erzählt eine Geschichte, die Annette Pieck zum Beispiel mit alten Büchern, Möbeln oder Bildern zum Leben erweckt. Wenn man hier was braucht, dann sucht man. Es gibt natürlich keinen Anbieter, der ein Kaufhaus hat, wo man sagen kann, ich hätte gerne von der Palette da 5 grüne Dinger und 3 orange da. Es gibt natürlich Elemente, ob das Kunstblumen sind, natürlich kaufen sie die beim Großhändler. Aber viele andere Sachen, und gerade im Bereich Berlin oder auch in Klugheim, lebt die ganze Sache, dass es alte, echte Sachen sind mit dabei. Also gerade in Klugheim haben wir unheimlich viel in alten Scheunen gesucht. Ich habe beim Garagentrödeln bin ich bei meinen Nachbarn überall gucken gegangen, ob man da irgendwas findet. Bieten sich genügend Online-Plattformen im Internet super an, weil die Leute halt, jeden Tag ist einer und stellt genau das ein, wonach ich suche, der sagt, ah, das ist von der Oma, ich kann es nicht mehr brauchen. Und wir sagen, na prima, ist von der Oma, hat sogar noch eine Geschichte, nehmen wir doch gerne. Viele ihrer Trödel- und Internetschnäppchen finden sich hier in Klugheim wieder. Bei Klugheim ist es tatsächlich auch so, das war die Erschaffung einer so kompletten Themenwelt, wo Sie als Gast komplett durchlaufen. Sie können alles von allen Seiten sehen. Und dann das Ganze auch noch zum Leben zu bekommen, dass man da einfach nicht nur so ein paar Felsgebirge stehen hat und ein paar leere Häuser, sondern dass man einfach auch vermittelt und sagt, ah hier, der Schmied, der ist nur gerade mal um die Ecke rum. Oder auch hier die Frau vom Kornmüller, die hat ihre Wäsche vor der Türe hängen, die haben ihre Blumenkästen draußen stehen. Es ist ja keiner, der das macht, aber es muss immer den Eindruck vermitteln, als käme es gleich jemand um die Ecke rum. Vier Jahre hat die Planungs- und Bauzeit von Klugheim gedauert. Alle Gewerke im Park haben zusammengearbeitet. Also das hier ist ein japanischer Fächerahorn, eine Sorte, die den ganzen Sommer über diese rote Farbe behält und dann im Herbst noch mal dramatisch mit Orange, Pink, Rot aufwartet. Hier dieser schwarze Schlangenbart, den haben wir in der ganzen Anlage gepflanzt mit mehr als 20.000 Exemplaren, und wir haben, als wir das angelegt haben, quasi den ganzen europäischen Markt leer gekauft an schwarzem Schlangenbart. Es gab dann einfach keine Pflanzen mehr. Wir wollten dann noch mal eine Nachlieferung haben, dann ging nichts mehr. Es war alles weg, wir haben alles gekauft, was es gab. Das Farbkonzept von Klugheim ist überwiegend schwarz und rot, weil das eine ganz besondere, ganz spezielle Atmosphäre schafft, die sehr gut zu diesem kargen und dramatischen Felsenlandschaft und den Gebäuden hier passt. Alle Mitarbeiter arbeiten für ein Ziel, und das ist die fortlaufende Verbesserung von allem, also vom Phantasialand. Also das ist irgendwie so, für die Leute, die hier wirklich Jahrzehnte dabei sind, ist das so ein emotionales Bedürfnis, oder ich kann es schwer beschreiben. Also es ist auf jeden Fall, man identifiziert sich damit. So, und jetzt machst du nochmal und nochmal ohne Wind einmal? Ja. Der Sound- und Musikchef des Phantasialands beim Arbeitstreffen in einem Tonstudio. Hier wird Musik für Freizeitparks in ganz Europa komponiert. Heute geht es um die Weihnachtsshow. Also Jingle Bells kann man theoretisch auch so ein bisschen damit spielen. Das würde ja schon funktionieren, aber das wollen wir natürlich nicht. Ja, das hört sich sehr cool an. Und wir müssen uns dann nur mal Gedanken machen über die Melodieführung. Inwieweit müssen es erkennbare Weihnachtsmelodien sein? Bei Musik für Freizeitparks muss man auf jeden Fall beachten, dass die Musik sehr dynamisch ist. Das heißt, wir haben ruhige Parts, aber auch mal laute Parts. Wir dürfen nicht zu sehr die Leute nerven. Und natürlich so eine gewisse Ohrwurmgarantie wäre natürlich auch optimal. Und was halt die große Schwierigkeit ist, wir haben ja kein Bild. Wir komponieren nicht auf einen Film. Wir haben eine Atmosphäre, und diese Atmosphäre muss leben. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, wie klingt eine ganze Welt. Thank you.
Die Musik für die Wildwasserbahn Csapas, eingespielt in Budapest von einem 70-köpfigen Orchester. Das war schon ein Gänsehautmoment, auch für uns, die das produziert haben und jede Note in- und auswendig immer mal wieder umgeschrieben haben, wie es gepasst hat, war schon gigantisch. Ja. War aber auch für das Orchester was Tolles. Wir haben uns erklärt, es ist eine Wasserbahn in meinem Freizeitpark und das kannten die so noch nicht, waren die aber total begeistert von und hatten die richtig Lust drauf. Und die haben auch in der Pause, wenn sie die Pause gemacht haben, haben sie auch die Csapas-Melodie schon gepfiffen. Also das ging direkt ins Ohr, da haben wir schon gemerkt vor Ort, es funktioniert. Das Feuer wird von der Gondel ausgelöst. Das Feuer wird von der Gondel ausgelöst. Das heißt, es ist eigentlich ein dritter Trigger, den wir hier haben. Genau. Und ich auch das ist Teil der Arbeit. Bestehende Musik- und Soundkonzepte an neue Gegebenheiten anpassen. Wie beim sogenannten Suspended Spin Coaster Talokan. Das ist die Besonderheit an diesem Fahrgeschäft, dass man hier schon versucht hat, Musik, Effekte, das ganze drumherum auf die Fahrt zu synchronisieren. Eben nicht nur ein Kirmesfahrgeschäft hinzustellen, sondern wirklich mit einem extremen Aufwand das einzuhausen und eine ganze Story zu erzählen über den Gott Tlaloc, den man bei Ausgrabungen hier wieder geweckt hat und der sich jetzt dafür maßlos rächt, dass man ihm in seine Ruhe gestört hat und dann einem wirklich das Leben schwer macht und die Gäste hier wirklich mit Feuer und Wasser und allem, was dazugehört, zu Weißglut bringt. Tobias, schaltest du mal bitte den Dschungel ein? Hi. Der große Vorteil an der Arbeit hier im Phantasialand ist, dass man eigentlich sehr flexibel ist, sehr viel kreativ arbeiten kann. Und man ist nicht gebunden an irgendwelche Vorgaben. Selbst bei Parks, die großen Ketten angehören, da kriegt man von irgendwo die Bänder geliefert und muss das so spielen, wie das der große Produzent in Amerika oder sonst wo haben will. Und hier können wir wirklich unserer Fantasie freien Lauf lassen. Und jedes Projekt ist was anderes. Im Themenbereich Deep in Africa ist der lange und verwinkelte Anstellbereich zur Black Mamba in Soundcollagen eingebettet. Ja, wir haben hier vorne unter den Bäumen haben wir über drei Lautsprecher einen Moskito in einer Surround-Matrix laufen, der teilweise so täuschend echt ankommt, dass die Leute sich teilweise versuchen, die Hände und Arme freizuhalten, damit sie nicht gestochen werden. Der wahre König des Dschungels ist aber natürlich die Looping-Achterbahn Black Mamba. Deep in Africa mit der Black Mamba hat vom Prinzip das Phantasialand damals schon revolutioniert. Das war der erste Looping-Coaster, den der Park gekriegt hat. Und man ist damit eigentlich einen Weg gegangen, den es vorher in der Dimension vielleicht in ganz Europa noch nicht gegeben hat. Spätestens mit der Eröffnung dieser Achterbahn im Jahr 2006 ist das Phantasialand auch für echte Coaster-Fans zum Pilgerziel geworden. Anita Eisert und Bruno Baumeister haben in den letzten 20 Jahren rund 1800 verschiedene Bahnen weltweit ausprobiert. Zuletzt waren sie für ihr Hobby in Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Das Ungewisse, was mich erwartet und die Gefahr, die ich am Ende natürlich dann gut überstehe. Und das erzeugt dann natürlich auch einen gewissen Adrenalinausstoß und man fühlt sich einfach glücklich, ne, am Ende der Fahrt. Neben dem Fahrgefühl, was man hat, ist auch, finde ich, unglaublich begeisternd, diese Begeisterung der Menschen um einen herum, diese Euphorie nach der Fahrt, die Aufregung vor der Fahrt, was die Menschen fühlen, wie die sich benehmen nach so einer Fahrt. Also das ist, ich mag das Hobby, weil ich sage, wir sind den ganzen Tag mit lustigen und glücklichen Menschen zusammen.
ich würde sagen, international gesehen, und damit schließe ich einfach auch mal Asien und USA ein, würde ich schon das Phantasialand zur Weltklasse zählen. Absolut. Ich finde, die Vielfalt der Attraktionen, die hier angeboten werden, ist Weltklasse. Und etwas, was auf den ersten Blick vielleicht für den Achterbahnfan nicht so interessant ist, aber wenn man zum Beispiel das kulinarische Angebot hier sieht, ja, man hat eine wahnsinnige Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten zu essen. Man kann sich gemütlich hinsetzen, man kann was auf die Hand nehmen. Über 400 Menschen arbeiten alleine in der Gastronomie des Parks. Die Auswahl reicht vom Imbiss bis zu à la carte Restaurants, die man in dieser Form nicht in einem Freizeitpark erwarten würde. Sie entwickelt für alle Bereiche des Parks neue gastronomische Angebote. Gerade geht es um das Viergang-Menü für die exklusive Dinnershow Fantissima. Ich bringe meine eigenen Ideen immer rein und meine eigenen Menüs und versuche da mit Gewürzen und Kräutern so zu spielen, dass andere schon sagen würde, bist du verrückt. Und da ist es für mich halt immer wieder eine Herausforderung, dieses Denken zwischen gestern Burger, heute Gala-Dinner-Show. Dieser Hauptgang ist ein erster Versuch. Oft dauert es Monate, bis das neue Menü wirklich steht. Wir haben jetzt hier einen Brioche-Riegel mit Zwiebelrillig oben drauf. Daneben haben wir Kalbsfilet. Darunter haben wir Kohlrabi in Rahm. Und hier haben wir gerösteten Blumenkohl mit Tiroler Schinken. Wie viel Butter ist drin? Reichlich. Reichlich? Super. Sehr zart. Den Tiroler Speck müssten wir noch mehr ausprägen. Das wäre vielleicht noch mehr Rauch. Note reinbekommen, dass wir weg sind von normal. Die erste Hemmschwelle ist die, dass wir damit kämpfen, unsere Vorjahresmenüs zu toppen. Und das wird Jahr zu Jahr schlechter oder schwieriger. Sondern wir versuchen immer Dinge aufzugreifen, die wir als Hommage einbringen oder wo viele unserer Gäste sagen, Mensch, das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, das kenne ich aus meiner Kindheit und das würde ich jetzt hier drauf am Kohl erkennen vielleicht. Aber ob wir mit den Brioche punkten, glaube ich nicht. Längst sind es auch andere Geschäftsmodelle, die das Phantasialand finanzieren. 16 Event-Locations hat der Park. Und wer will, kann eine Achterbahn gleich dazu mieten. Rund 165.000 Übernachtungen zählten die Hotels Matamba und Lingbao im letzten Jahr. Das 4-Sterne-Hotel Lingbao gehört zum Themenbereich Chinatown. Bei der Eröffnung des Hotels im Juli 2003 galt es als größtes chinesisches Gebäude außerhalb Asiens. Schon für den Bau von Chinatown Anfang der 80er Jahre hat man 1,3 Millionen Bauteile in China fertigen lassen und chinesische Facharbeiter nach Brühl geholt. Am frühen Nachmittag treffen sich die Tänzer der Fantissima-Show zur Probe. Er ist der Cheftänzer der Dance Company und bereits seit 6 Jahren dabei. Erst hat mich Tanzen nicht so interessiert, da ich lieber Fußball, Karate, Boxen, Schwimmen machen wollte. Typische männliche Sportarten eben. Das mit dem Tanzen kam von meiner Mutter. Ohne mich zu fragen, hat sie mich in einer Tanzgruppe angemeldet. 145 Artisten und Künstler arbeiten im Phantasialand. Die meisten kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Russland, der Ukraine, den USA, Kanada, der Mongolei. Oder wie Ilja aus Weißrussland.
komplexe Schrittfolgen, die abends in der Galashow sitzen müssen. Auch sie kommt heute zur Probe. Manuela Löffelhardt, Ehefrau von Besitzer und Geschäftsführer Robert Löffelhardt. Da ich aus Österreich komme, war für mich Phantasialand erstmal überhaupt kein Begriff. Ich habe gedacht, das ist so ein Prater und so ein Tingeltangel und keine Ahnung was. Und das, ob ich da hin will, weiß ich noch nicht. Aber ich habe alles ausprobiert. Ich war auf dem Trapez, ich war im Seil, im Vertikaltuch, ich habe Rollschuhe angehabt, ich habe Schlittschuhe angehabt. 1984 hat sie im Phantasialand als Tänzerin angefangen. Später lange Zeit für das Fernsehen gearbeitet und ist dann in den Park als Choreografin zurückgekehrt. Heute hat sie die künstlerische Leitung über alles, was im Phantasialand mit dem Thema Show zu tun hat. Weil eine Show ist nach wie vor noch immer nicht die Priorität. Ja, das ist Taron, das ist natürlich Black Mamba und so weiter und Chappas. Und die Shows sind so ein bisschen, draußen ist kalt, drin ist warm. Zwischen Currywurst und Achterbahn, sage ich immer. Ne? Aber mich freut es dann auch, wenn man schon mal dazwischen sitzt und die Leute dann so, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so anspruchsvoll ist. Ne? Auch in seinen Shows erzählt das Phantasialand Geschichten. Auf dem Eis geht es um die Highschool-Zeit amerikanischer Teenager. Im Wintergarten sind die Auftritte der Artisten rund um den unheimlichen Jack inszeniert. Der vielleicht größte Showmaker aller Zeiten hat den Park übrigens gleich zweimal besucht. Sein Name? Michael Jackson. Frau Schmidt stand dann in der Verwaltung, in der alten Verwaltung noch und sagte zu mir, ach, ich bin ganz aufgeregt, Michael Jackson kommt heute. Mhm. Ich gesagt, ja, Michael Jackson, ich bin Barbara Streisand, wenn heute Michael Jackson kommt, dann wirklich, glaubst du, ich bin richtig so ein Schmarrn. Aber ich habe mir schon gedacht, so viel Aufwand, so viel Security, der Park ist zugesperrt worden. Es kam mir schon ein bisschen viel vor. Und dann kam diese schwarze Limousine und dann stieg er dann auch aus. Und ich dachte, boah, cooles Double, ne? Ich hab's original nicht geglaubt. Und dann, nice to meet you, da hab ich schon mal so ein bisschen, gebe ich ehrlich zu. Also da hab ich mir gedacht, die wasche ich nie wieder. Zweimal hat Michael Jackson sich in den 90er Jahren auf den Weg nach Brühl gemacht. Beim zweiten Mal als Taufpate für den Michael Jackson Thrill Ride, der heute schlicht Colorado Adventure heißt und im Themenbereich Mexiko angesiedelt ist. Doch Michael Jackson hin oder her. Der eigentliche Superstar war im Phantasialand jahrzehntelang diese Wildwasserbahn. Immerhin die erste in ganz Europa. 2011 wurde sie abgerissen. Und das ist die Nachfolgerin. Eine Stunde vor Schließung des Parks noch ein sogenannter Nachtcheck an der neuen Wildwasserbahn Chappas. Nass werden 3 oder doch schon 4.0. Auch an der Entwicklung dieser Bahn war Sebastian Jonas entscheidend beteiligt. Das Besondere ist hier diese Hochgeschwindigkeitsweiche. Hier hat man innerhalb von 30 Sekunden kann das Boot auf die Weiche fahren, wird verschoben und muss wieder von der Weiche runter und wieder in die Ausgangsposition. Die Gäste sind immer total überrascht, weil man hier rückwärts reinfährt und überhaupt nicht sieht, was auf einen zukommt. In der ganzen Entwicklungsgeschichte der Freizeitparks ist irgendwann mal auch das Element Wasserbahn hinzugekommen. Und ganz diese Klassiker in den Baumstämmen, wo man hintereinander sitzt, das ist eine ganz besondere Position und ein ganz besonderes Erlebnis. Eine Wasserbahn darf auf der einen Seite nicht zu nass sein, sie darf auf der anderen Seite aber auch nicht zu trocken sein, denn dann ist das Ziel ja von der Wasserbahn verfehlt. Das Phantasialand hatte die erste Wildwasserbahn in Europa.
Jetzt hat sie die mit 53% steilste Abfahrt weltweit. Tradition verpflichtet. Es geht unheimlich steil runter. Das Besondere ist, man sieht es nicht von vornherein, weil der Drop halt in dem Moment, wo man überhaupt über die Kante kommt, noch gar nicht sichtbar ist, wie tief es und wie steil es eigentlich runtergeht. Während sich der Chefentwickler kurz vor Feierabend die Klamotten trocknet, rotes Licht, beginnt für die Artisten des Phantasialands die Fantissima-Show. Sie ist nach eigenen Angaben die bestbesuchte Dinner-Show Deutschlands. Das Konzept? Ein exklusives Viergang-Menü in Kombination mit Tanz, Artistik, Liveband und Gesang. Ilja sieht seine Zeit im Phantasialand als Chance, eines Tages Choreograf zu werden. Auf den ersten Blick ist es eine schwierige Sache, psychologisch, dass man laut Vertrag pausenlos tanzen muss. Über 10 Monate. Aber wenn man seine Arbeit wirklich mag und wenn man wie ich einen Traum hat, wenn man außerdem für das Publikum da ist, das einen ja immer wieder sehen will, dann lohnt sich das wirklich alles. Als Teil der Dance Company hat Ilja rund 12 Auftritte am Abend. Fantissima, das ist an 5 Tagen die Woche das große Finale. Wenn der Park seine Tore schließt, geht die Show hier erst richtig los. Wir machen gute Show jeden Tag. Ist egal, gestern, heute, morgen, egal. Jeden Tag 100%. Das Phantasialand. Seit über 50 Jahren ein Freizeitpark mitten in Nordrhein-Westfalen, der nur sehr selten schläft.